Hallo und willkommen zu einem weiteren Machine Learning Tutorial. Heute schauen wir uns die Top 7 Machine Learning Methoden an. Mein Name ist Haris und ja, lass uns starten. Für mehr Inhalte abonniert gerne den Channel oder lasst einen Kommentar oder ein Like da, das würde mich sehr freuen. So, was sind die Top 7 Machine Learning Methoden? Wir haben als erstes die Classification, dann haben wir die Dimensions Reduction, also praktisch das Reduzieren von Dimensionen, von Features. Wir haben die Regression, wir haben das Clustering, wir haben das Transfer Learning, dann haben wir die neuronalen Netze, also sprich Deep Learning, dann kommt das Reinforcement Learning. So, wir schauen uns alle jetzt mal im Detail an. Fangen wir an mit der Klassifizierung. Was ist die Klassifizierung? Man kann das beispielsweise in verschiedene Klassen unterteilen. Wenn man jetzt irgendwie Patientendaten sich anschaut, dann will man klassifizieren, ob jemand krank ist oder nicht beispielsweise. Oder wenn man irgendwie unterscheiden muss zwischen verschiedenen Fahrzeugen, dann kann man die Klassifizierung nutzen. Wie man hier sieht, sieht man zwei Gruppen, die man dann unterteilen kann. Das PCA oder das Principal Component Analysis kann man nutzen, wenn man ganz viele Features hat, also ganz viele Eigenschaften. Und hier in dem Fall haben wir fünf verschiedene Features und die versuchen wir auf zwei zu reduzieren. Dafür nutzen wir PCA, um durch ein Feature Selection praktisch nur die wertvollsten Informationen rauszuziehen. Dabei entstehen zwei verschiedene Achsen, PCA1 und PCA2. Dann haben wir wirklich nur ein 2D-dimensionales Modell, das man auch schön darstellen kann. Dann gibt es noch die Regression. Regression kann man zum Beispiel bei zeitlichen Datensätzen nutzen, kontinuierlichen Datensätzen, also sprich die Sprache, Texte. Man kann das bei ja, ganz vielen verschiedenen Anwendungen nutzen, zum Beispiel wenn man irgendwie die Aktienkurse vorhersagen will oder die Preise der Häuser etc. Also in ganz vielen Beispielen kann man irgendwie zum Beispiel lineare Regression irgendwie nutzen oder die Polynomiale, also ganz viele Regressionsarten. Das Clustering kann man nutzen, wenn man vorher noch nicht ganz weiß, welches Modell man auswählt. Dafür kann man zum Beispiel das Clustering nutzen, um zuerst mal ein paar Gruppen ja, zu identifizieren. In dem Fall haben wir hier Redis-Daten mit den drei verschiedenen Klassen oder drei verschiedenen Typen und die kann man clustern in die Gruppen, um da dahingehend dann irgendwie ein Modell aufzusetzen. Das Transfer Learning kann man nutzen, wenn man hier links mit den Daten startet, die kann man natürlich vorbereiten. Dann hat man ein Modell, das man irgendwie ausgesucht hat. Man kann das Modell trainieren und dann kann man es evaluieren. Also man sieht dann, was für eine Genauigkeit das einfach hat. Man kann es natürlich auch tunen mit den Optimizer, man kann die Aktivierung natürlich tunen bei neuronalen Netzen und man kann es dann hat man dann die Vorhersage, also die Prediction. Wenn man ein sehr gutes Modell hat mit einer sehr guten Genauigkeit, kann man es natürlich nutzen für weitere Daten und dieses Modell, also da kann man von dem Wissen einfach nutzen und es weiter nutzen für weitere Anwendungsfälle. Kann es natürlich auch noch tunen, um eine gute Vorhersage zu bekommen. Neuronale Netze und das Deep Learning, das neuer Anwendungsfall, ist irgendwie ab 2000, 2007, 2008 gestartet, wo die GPUs auch günstiger geworden sind, die Rechenleistung auch höher geworden ist. Wir haben auch ganz viele Daten bekommen, die wir auch gesammelt haben und dadurch kann man auch neuronale Netze nutzen. Dabei haben wir einen Input und einen Output Layer und ja, wir schmeißen die Daten rein. Wir haben hier ganz viele Verbindungen. Das sind die Neuronen. Die sind verbunden miteinander über Gewichte und die werden auch aktiviert. Also es gibt eine Activation-Funktion. Es gibt hier aber nicht dargestellt, zum Beispiel auch das Bias. Das ist eine Art Offset, das man noch einstellen kann. Es sollte aber so niedrig sein wie möglich. Und dadurch kann man die verschiedenen Hidden Layers aufsetzen. Umso mehr natürlich, umso besser teilweise die Vorhersage. Es ist also ein Trial Error. Aber deswegen heißt es auch irgendwo Deep Learning, weil das umso höher die Anzahl der Hidden Layers ist, umso tiefer geht man ja auch irgendwo in diese Schichten rein.
Dann gibt es noch das Reinforcement Learning, das zum Beispiel bei Bots in Spielen genutzt wird. Hier haben wir zum Beispiel einen Agenten, das ist jetzt in dem Fall der Hund, der einfach im Park spazieren geht. Er bekommt jetzt einfach ein Ziel, findet den Ball. Er hat also kein Modell, also kein Algorithmus, sondern er tut bei jeder Iteration, bei jeder Suche lernen. Er hat eine Aktion, also er bewegt sich und jede Aktion wird protokolliert, also jeder Zustand wird protokolliert. Und ihnen werden auch Belohnungen gegeben. Also umso näher er sich dem Ball befindet, umso mehr bekommt er eine Belohnung. Wenn er natürlich irgendwie dann den Ball findet, bekommt er dann 100 Punkte. Dann wird das aufsummiert und dann hat man dann praktisch eine Art Belohnungslernen, ja, was man da einfach nutzt. Ja, danke fürs Zuschauen. Gerne ein Abo dalassen, kommentieren oder ein Like dalassen. Das würde mich echt freuen. Alles klar, dann bis bald.